Meister Liam und Maid Mathilda werden ihren Kindern was zu erzählen haben. Ja, auf jeden Fall. So, unser Häuschen. Sieht doch schon wieder um einiges netter aus. Schön alles weiß gemalt, mit schönen Malereien dran. Gefällt mir. So, unser Haushofmeister. Es ist mir ein Vergnügen, dich wieder in den bescheidenen Wänden von Corvo Bianco begrüßen zu dürfen. So bin ich. Bei unserem letzten Zusammentreffen hatte ich keine Gelegenheit, meine Referenzen zu zeigen. Mit deiner Erlaubnis... Ja, zuvor habe ich mit Auszeichnung im Anwesen der Familie Nibilly und in Nazaire bei Admiral Rompailly gedient, der, wie sicherlich bekannt ist, ein außerordentlich fordernder Edelmann ist. Mensch, Barnabas Basilius, eines solltest du wissen. Ich bin kein typischer Grundbesitzer. Ehrlich gesagt, ist das hier mein erster Besitz. Oh, in diesem Fall solltest du alles mir überlassen. Ich werde alles organisieren, mich um alles kümmern und das Haus in Ordnung halten. Ich würde sogar behaupten, dass dieses Weingut bald zu den wohlhabendsten gehört. Großartig. Ich sehe, ich bin in guten Händen. Gibt's da noch irgendwas? Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Was haben wir denn am Haus noch? Was wäre Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. In der Tat. Der Schwung sollte unbedingt beibehalten werden. Da die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, kannst du über ein neues Bett oder zusätzliche Rüstungs- und Waffenständer nachdenken. Ja. Und ein paar neue Möbel und ein neuer Anstrich würden dem Gästequartier nicht schaden. Natürlich. Ich könnte ein besseres Bett gebrauchen, auf jeden Fall. Ich denke darüber nach, ein bequemes Bett zu kaufen. Ich wollte schon immer eins haben. Ausgezeichnete Idee. Erholung ist von größter Wichtigkeit. Wenn du willst, bestelle ich bei den Schreinern ein Bett, die auch den Hof mit ihren Möbeln beliefern. Jo, mach. Wunderbar. Bestelle mir bitte ein bequemes Bett. In meinem Alter habe ich das verdient. Ja, wie wahr, wie wahr. Ich schicke sofort einen Boten los. Morgen um diese Zeit wird das Bett da sein. Juhu. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Natürlich. Neuen Waffenständer. Noch einen. Ich könnte noch einen Waffenständer gebrauchen. Ich habe einige interessante Stücke, die ich zur Schau stellen möchte. Ich kenne eine Zimmerei in der Stadt, in der sie aus gewöhnlichem Holz die schönsten Meisterwerke schaffen. Gib mir nur Bescheid. Ich will ungewöhnliches Holz. Gut. Bestelle die Ständer. Natürlich. Sofort. Es wird höchstens einen Tag dauern, bis sie hier sind, schätze ich. Das ist schön. Was haben wir noch? Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Garantiert, garantiert. Noch ein Rüstungsständer. Auf meinen Abenteuern habe ich gut gearbeitete und wunderbar verzierte Rüstungen gesammelt. Einige von ihnen ließen sich hier gut ausstellen. Dem stimme ich zu. Sie würden dem Ganzen hier eine gewisse Hexeratmosphäre verleihen. Soll ich neue Ständer bestellen? Unbedingt. Ja, aber sorge dafür, dass sie stabil gebaut sind und schön verarbeitet. Das versteht sich von selbst, Herr. Nichts ist schlimmer, als eine wunderbare Rüstung auf einem unpassenden Ständer zu sehen. Ja, nicht diese Morgen um diese Zeit werden sie bereit sein, deine Prunkstücke zur Schau zu stellen. Nicht diesen klapprigen Schrott aus Asien. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Bestimmt. Gästezimmer. Ich habe über das Gästezimmer nachgedacht. Nicht, dass ich Besuch erwarte, aber... Oh, das spielt keine Rolle. Alle Häuser, die etwas auf sich halten, sollten über ein gemütliches Gästezimmer verfügen. Was wäre, wenn jemand unangekündigt vorbeikäme? Ja, je eher wir damit anfangen, desto besser. Einen Mann der Tat erkenne ich sofort. Ja. Ich kümmere mich persönlich darum. Ja. Das Zimmer wird bestimmt in 2 Tagen fertig sein. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Was haben wir denn draußen noch Schönes? Wenn wir schon beim Renovieren sind, es muss doch noch andere Dinge geben, die wir verbessern können. Eine wunderbare Idee. Warum nicht im Gelände weitermachen, nachdem die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind?
Vielleicht sollten die Ställe umgebaut oder Madame Boudus Garten hergerichtet werden. Natürlich. Auf jeden Fall einen schönen Stall für die Plötze. Mein Pferd. Ja. Nun, wir haben schon viel zusammen erlebt. Jetzt habe ich eine schöne Bleibe gefunden und ich denke, sie hat auch eine verdient. Oh, ein schöner Stall weist auf einen ehrbaren Eigentümer hin. Sag Bescheid, dann gebe ich die Arbeit daran sofort in Auftrag. Mal her damit. Meine Plötze verdient nur das Beste. Die Ställe sollten renoviert werden. Ich werde sofort damit beginnen. Es wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, die Arbeiter zu finden und die Arbeiten abzuschließen. Doch nicht länger als 2 Tage. Brauchst du sonst noch etwas? Ein Kräuter. Ich brauche einen Kräutergarten. Manchmal muss ich einen Trank brauen, finde aber die Kräuter, die ich brauche, nicht in der Nähe. Du hast Glück, Herr. Der Blumengarten, den Madame Nina, die Gemahlin von Monsieur Boudus, einst angelegt hat, ist der ideale Ort für Kräuter. Dort ist sogar genug Platz für Sträucher. Na dann, 2000 Euro für Pflanzen. Gute Idee, Barnabas Basilius. Dort Kräuter zu haben, erspart mir mühsames, stundenlanges Suchen und Ernten. Die Idee stammt von dir, aber ich setze deinen Willen gerne in die Tat um. Ich denke, die ersten Samen sind in 2 Tagen ausgesät. Ja, super. Brauchst du sonst noch etwas? Nee, das wär's erstmal wieder. Das war fürs Erste alles. Danke, Barnabas Basilius. So, Ställe, Garten, Rüstungsständer, Waffenständer, Gästezimmer, schönes Bett. Ah, wunderbar. So langsam machen wir uns das ganz schnuckelig hier, ne? Hier haben wir eine schöne Bank. Liegen noch ein paar Gewinnkarten rum. Die Geschichte Corvo Biancos haben wir ja auch noch liegen. Huch, scheint länger zu sein. Wir laden. Da! Die Ursprünge Corvo Bianco sind im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten. Wir kennen lediglich die Legende, dass das Weingut vom enterbten Sohn des Eigentümers des Pomerol-Weinguts mit einem einzigen Carvanea-Ableger gegründet wurde. Die moderne Geschichte Corvo Biancos beginnt mit Herrn Bolius, der sich im Alter auf dem Weingut niederließ. Als er noch jung war, führte Bolius eine Division Pioniere an, die im hohen Norden kämpfte. Für seine Dienste wurde er in den Adelstand erhoben und erhielt eine ordentliche Bezahlung. Er baute Corvo Bianco mit großer Hingabe wieder auf. Die meiste Energie steckte er in den wunderschönen Garten, den er für seine Frau anlegte, und löste dadurch einen regelrechten Kräuterwahn in ganz Toussaint aus. Bolius zweite große Liebe nach seiner Frau waren die Olivenbäume. Deshalb pflanzte er viele von ihnen auf ganz Corvo Bianco. Als Bolius Frau starb, verlor das Leben für ihn an Bedeutung und er dachte fortwährend über den Tod nach. Er verkaufte sein Anwesen an Graf Crespi und an dem Tag, als das letzte Dokument unterzeichnet war, starb er. Oh. Ah, ist auch hübsch, ne? Hallo, Marlene. Ich weiß nicht, wie ich dir das vergelten soll, Hexer. Musst du nicht. Ich freue mich, dass du dich besser fühlst. Oh ja. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Vor allem dank Barnabas Basilius Pflege. Wow. Du hast aber auch was durchgemacht. Schön, dass ich der Sache ein Ende machen konnte. Ja. Jahre voller Leid. Weißt du, was noch schlimmer war als der Hunger? Zuzusehen, wie meine Lieben, meine Kinder alt werden und sterben? Meine Familie ist nun schon lange tot. Mein letzter Verwandter starb vor Jahrzehnten. Ich fürchte, ich kann nirgendwo hin. Dann bleibst du bei uns, natürlich. Das hier ist ein großes Anwesen. Bleib doch hier. Wirklich? Natürlich. Ich würde deine Gastfreundschaft nie strapazieren wollen, aber... Aber?
Nach all den Jahren des Hungers habe ich einen Traum. Ich möchte endlich leckeres, nahrhaftes Essen kochen, in Gewürzen und Aromen schwelgen und mit anderen am Tisch sitzen und essen. Wow. Das sollte kein Problem sein. Du kannst doch Barnabas Basilius in der Küche helfen. Er ist ja nicht gerade ein begnadeter Maître. Nichts würde ich lieber tun. Danke. Ja. Ich habe zu danken. Ja. Das Haus bedarf weiblicher Aufmerksamkeit. Ja. Ich würde dir gerne noch was sagen. Vor langer Zeit hat mein Vater mir eine Mitgift zusammengestellt. Ich habe nie geheiratet. Also ist sie noch da. Mir nützt der Tand nichts mehr. Aber du könntest meine Mitgift vielleicht als Zeichen meiner Dankbarkeit nehmen. Wenn du sie haben willst, musst du nach Trastamara gehen, meine alte Heimat. Du findest sie in einem Fass im Keller. Da stehen viele Fässer. Klopf, bis du das Richtige findest. Das mache ich, danke. Das finde ich absolut geil. Das ist ja, wow, das ist ja so genial. Also wer Marlene jetzt noch nicht kennen sollte. Ich hatte einen Quest und zwar ging es darum, dass Regis sagte, wenn wir den Detlef finden wollen, muss ich einen Zaubertrank brauen. Dafür brauche ich den Speichel von einem Wicht. Ein Wicht, den gab es eigentlich nicht mehr, die waren eigentlich alle ausgestorben, die haben die Hexer schon alle dezimiert. Und Regis erzählte mir davon, dass es wohl noch einen Fleckenwicht geben sollte. Und den sollten wir hin und den abmetzeln. Und dann hätten wir eben die Speicheldrüse rausgeschnitten und dann hätten wir den Speichel vom Wicht gehabt, um diesen Sud zu brauen, um den Detlef zu finden. So ging die ganze Geschichte los. Ich bin dann dahin, zu diesem verlassenen Anwesen, wo dann der Wicht dann auch, wo ich den Wicht auch gefunden habe. Und ich habe mich dann während des Kampfes, noch nicht mal gekämpft mit dem, nein, ich habe im Grunde dann während dieses Quests mich dafür entschieden, nicht den Wicht zu töten, sondern den Fluch zu lösen. Und heraus kam Marlene. So, Marlene habe ich mitgenommen auf mein Anwesen, hier nach Corvo Bianco, um sie dann durch meinen Haushofmeister aufpäppeln zu lassen. So, und jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen. Wie geil ist das? Ich hätte nicht gedacht, dass jemand mit so einer Vergangenheit gerne in die Küche will. Befürchtest du, dass ich wieder Wichtsuppe koche? Ich verlasse mich drauf, dass dein Geschmack als Mensch wieder etwas besser ist. Tu das. Ich habe schon als Kind gerne gekocht. Meine Oma war eine wahre Meisterin in der Küche. Meine auch. Ihr Ochse am Spieß war Land auf Land ab berühmt. Ich dachte, ihr als Adlige hättet eine Dienerschaft gehabt. Du meinst, eine Dame von meinem Rang müsste einen Koch gehabt haben? Stimmt natürlich, ich hatte sogar die besten Köche. Aber ausgedacht habe ich mir die Gerichte. Sie haben sie nur zubereitet. Bist du sicher, dass du dich hier draußen nicht einsam fühlst? Weiß ich noch nicht. Du hast mich ja gerade erst von meinem Fluch befreit. Fürs Erste habe ich jedenfalls kein Bedürfnis nach Stadt und Leuten. Als Wicht hast du bei anderen Leuten vorbeigeschaut. Ja, aber doch nachts, wenn sie schliefen. Ich war immer auf der Suche nach Löffeln. Denk dran, dass du es dir jederzeit anders überlegen kannst. Wenn es dir hier reicht, sag Bescheid. Ich würde nie undankbar wirken wollen. Und ich würde nie wollen, dass du gegen deinen Willen hier bist. Wow. Bis später. Bis dann, Hexer. Und denk dran, hier wartet immer was Warmes zu essen auf dich. Wie geil. Quest aktualisiert, das Hungerspiel. Wie laufen die Renovierungsarbeiten, Barnabas Basilius? Schon fertig? Wunderbar, Herr. Die allgemeinen Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen
Und ich habe mir erlaubt, zwei Ständer kommen zu lassen, an die du Waffen und Rüstungen hängen und präsentieren kannst. Und ich habe Bereiche vorbereitet, wo Gemälde aufgehängt werden können. Außerdem haben die Arbeiter, die für den Keller zuständig waren, eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht, die dich sicher interessieren wird. Was? Das sehe ich mir doch mal sofort an. Wenn du sagst, ich sollte mir das ansehen, dann komme ich. Ich suche den Keller. Aber erstmal Rüstungsständer. Genau. Rüstungsständer. Jawohl. Sehr schön. Dann behalten wir mal diese krasse Rüstung, diese schwarze. Die sieht schon ziemlich geil aus. Gefällt mir sehr gut. So. Wir machen mal kurz Folgendes. Geht das? Ja. Bett muss noch ersetzt werden, bevor du es benutzen kannst. Okay, alles klar. Gut. Das geht schon. Ich habe eine Tochter, weißt du? Ja. Heiratsfähiges Alter. Ja. Und? Hallo. Willst du mir damit irgendwas sagen? Einen Hexer könnten wir hier immer brauchen. Rund um die Uhr. Du hast mich mit dem Scheiß angesteckt. Was haben wir denn hier Schönes? Wein. Okay. Seltsam. Ich glaube, hinter dieser Wand ist was. Das könnte gut sein. Wollen wir mal reingucken? Moin. Klopf, klopf. Ein Geralt in the House. Was haben wir denn hier? Ein Labor. Es muss einmal einem Alchemisten gehört haben. Wie geil ist das denn? Ishu Furuito. Wunderschönen guten Abend. Und danke fürs Einschalten. Wie geht's? Wie steht's? Wie geil ist das denn? Jetzt kann ich hier die ganzen Mutagene zerlegen. Oh, wie cool. Das finde ich ja ziemlich geil. Ja, nice. Das hat auch mal Gesicht, oder? Das finde ich ziemlich geil. Was haben wir hier? Julius Barngaves Brief. Wow, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen in der Turtle Family. Ishi Furuito. Konnichiwa. So, wir lesen. Lieber Finder dieses Briefs, mein Name ist Julius Barngave. Und wenn du diese Zeilen liest, bin ich sicherlich schon lange tot. Aufgrund meines Stands und der Verbindungen meiner Familie wurde ich zum Studieren auf die Banart geschickt. Die berühmte Magierschule, doch diese Studien habe ich nie abgeschlossen. Denn mein Leben lang interessierte mich Magie nur am Rande. Stattdessen brannte mein Herz für organische Alchemie. Dieser wundersamsten aller Wissenschaften habe ich die schönsten Jahre meines Lebens gewidmet und der Tisch, neben dem du jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit stehst, sind die Früchte dieser wunderbaren Arbeit. Wenn du Alchemie ebenso liebst wie ich, wird dich meine Entdeckung ebenfalls entzücken. Sollte dir diese wunderbare Wissenschaft aber fremd sein, folge bitte meinem Rat. Lass diesen Brief fallen, entferne dich vom Tisch und komm nie wieder zurück. Das Praktizieren von Alchemie durch Laien kann zu Verletzungen oder gar zum Tod führen. Oh, was? Da. Nochmal. Wenn du diesen Brief nach dem letzten Absatz nicht fallen gelassen hast, ist dir Alchemie nichts Fremdes. Deshalb werde ich dir in wenigen Worten die Grundlagen des Alchemietischs, den ich entworfen habe, erklären. Kurz gesagt, handelt es sich bei meiner Entdeckung um ein Rezept und die notwendigen Werkzeuge, um die Transmutation von Mutagenen, die Monster entnommen wurden, in gewöhnliche Mutagene zu ermöglichen. Ich weiß, das klingt ziemlich unwahrscheinlich, aber ich habe mit größtmöglicher Sicherheit bewiesen, dass es möglich ist.
Die Vorgehensweise bei dieser Transmutation ist einfach. Man muss lediglich den Tisch verwenden, den ich entwickelt habe. Als Experte der geheimnisvollen Kunst der Alchemie kennst du dich mit solchen Geräten und Vorrichtungen sicherlich aus. Wenn du Laie bist, dem gemeinen Volk angehörst und durch Zufall an diesen verlassenen Ort gelangt bist, solltest du lieber zurücktreten. Ansonsten wird dir deine Unkenntnis schweren Schaden zufügen. Du wirst dich sicherlich fragen, warum ich meine Entdeckung vor der Welt versteckt habe, warum ich meine Rezepte nicht mit der Gemeinschaft der Alchemisten geteilt habe. Nun, ich wurde schon immer für exzentrisch und distanziert gehalten. Und ich habe immer daran geglaubt, dass der Zufall das Schicksal bestimmt und nicht der Mensch selbst. Außerdem habe ich keine Nachfahren gezeugt und hege nicht den Wunsch, mein Werk lediglich einem Bekannten zu überlassen. Also habe ich beschlossen, meinen Tisch zu verstecken und darauf zu vertrauen, dass der Zufall, wenn meine Theorie stimmt, einen Menschen herbringen wird, der sich damit auskennt, sich darüber freut und ihn nutzen kann. Ob ich mich irre oder nicht, wird die Zeit zeigen. Nutze mein Geschenk weise und leb wohl. Julius Bangave, Alchemist. Wow. Sehr, sehr, sehr abgefahren. Cool. Yeah, der Erste, der meinen Namen richtig ausgesprochen hat. Ishi Furuito, ist doch gar nicht so schwer. Ist doch japanisch. Was haben wir hier? Oh. Bomben und Tränke haben eine zusätzliche Ladung erhalten? Wie geil ist das denn? Moment, okay, ich habe jetzt 5 überlegene Nordwinde hier. Und 5 überlegene Demeritium-Bomben. So, wir benutzen das Ding mal. Immer noch 5, ne? Kann ich da jetzt noch mehr mitmachen? Zum Beispiel die normale Demeritium-Bombe und die normale Kartätsche. Gucken wir uns die nochmal kurz eben an. So, Kartätsche 3. Immer noch 3. Also das hat nichts gebracht. Also das war nichts. Nee, habe ich das falsch verstanden. Okay. So, wir nehmen den Demeritium wieder. Und wir nehmen die Kartätsche. So. Was habe ich denn jetzt hier drauf? Präzisionsbolzen. Warum? Warum? Warum mache ich sowas? Spaltbolzen, waren die gut? 13 bis 15. Ich glaube, das waren die besseren, ne? 9 bis 11, 7 bis 9, 5 bis 7, 4 bis 6. Na komm, hier nehmen wir die. So. Noch irgendwas Interessantes? Ist noch ein Skelett an der Wand. Gibt's hier auch Licht oder was? Scheinbar nicht. Was haben wir denn hier noch? Was ist das? Oh, ich hab mein neuer Wein ist da. Der weiße Wolf. Sehr angenehm. So, wir müssen mal ein bisschen unseren Keller hier auseinandernehmen, ne? Huch, wo bin ich denn hier? Dann zum Wohl, genau. Prüsterchen! Kampai! Immer noch mit. Verticken wir bei der nächsten Kneipe. Monster sind dein Steckenpferd. Richtig. Braun, meins. Nix. Ich kann beides gut. So. Whoop. Sehr geil. Ah, ich liebe dieses Anwesen. Das gefällt mir. Ist unheimlich schön. Die Tage, sie vergehen. Oh, die Ishii. Arbeit bleibt bestehen. Genau, Kampai war chinesisch, ne? Oishi.
Langsamer. Akademie sehen. So, wo muss ich denn hin? Zu Hause ist am schönsten, warte einen Tag auf die neuen Sachen. Okay, wir lassen Covo Bianco im neuen Glanz erstrahlen auf jeden Fall. Also Gewinn mache ich nicht, Gewinn ist doof. Wir werden uns mal um den wilden Wolf kümmern. So. Genau, oh, Faustkämpfe. Ja, komm her, wir machen ein paar Faustkämpfe. Yeah, Baby. Das ist mein Ding. Die Tage, sie vergehen, die Arbeit bleibt bestehen. Ich will mal ein bisschen kämpfen. Auf geht's zum Kämpfen. Falsche Richtung. Ich freue mich schon, wenn der neue Stall fertig ist. Weil wenn der neue Stall fertig ist, da kann Plätze noch länger. Noch viel länger. Hexer, ja. Bist du's? Ich bin's. Wer wagt es, den mächtigen Koloss herauszufordern? Lieber Vorsitzender, sei gegrüßt. Willkommen. Was willst du noch gleich? So, wir speichern einmal und sagen Moin. Oh, du siehst wie ein Mann aus, der sich austoben will. Hey, Weißlöckchen, traust du dich gegen den Koloss zu kämpfen? Ah, alles klar, Kampai ist doch richtig. Ah, okay. Uishi heißt lecker. Oh. Der Koloss? Interessanter Spitzname. Alles klar, danke. Oder hat ihn seine Mutter nach seiner Geburt wirklich so genannt? Aber natürlich, warum Mutterwitze, das Koloss, zweite Mal. Das klingt nach Stolz und Leidenschaft. Also, kämpfst du mit? Klar doch. Und wenn schon, all in, oder? Gut, kämpfen wir. Ha, langweilig. Kein Interesse. Ich bin schnell. Zu schnell für dich. Schwuppdiwupp, Arm kaputt. Wie willst du dann dein Schwert halten? Das ist doch kein Wettkampf. Du willst nicht kämpfen? Warum dann nach Herausforderern suchen und meine Zeit verschwenden?